Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier zur Tagung 75 Jahre Potsdamer Konferenz Friedensordnung und ethnische Säuberung in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Tagung der Deutschen Gesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem Nordostinstitut und mit der Stiftung Aufarbeitung, natürlich auch mit Unterstützung verschiedener bundesdeutscher Regierungseinrichtungen und mit Unterstützung vor allem, und dafür sind wir sehr dankbar, zahlreicher Menschen, die sich an dieser Tagung beteiligen, die eigene Beiträge bringen und die bereit sind, ihre Erkenntnisse zum Generalthema mit uns zu teilen. Wir sind jetzt im Themenblock 3, das Leben der deutschen Minderheiten im kommunistischen Ostmitteleuropa 1945 bis 1989. Da hatten wir eben schlaglichtartig im Themenblock 2 schon den einen oder anderen Blick darauf geworfen, gerade im Beispiel der Ungarndeutschen. Und natürlich schlagen wir jetzt den Bogen in die Gegenwart, die Lage der deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa heute. Das Konzept der Minderheit als Gegenkonzept und des Minderheitenschutzes als Gegenkonzept zur sogenannten ethnischen Entflechtung, die im Extremfall in ethnische Säuberung umschlagen kann und auch oft genug umgeschlagen ist mit schrecklichen Folgen, haben wir ja schon im allerersten Themenblock angeschnitten. Und wir werden jetzt mal fragen im Verlauf dieses dritten Themenblocks, wie die Realität ausschaut, wie sozusagen die praktische Umsetzung sich auch bis 1989 dargestellt hat, wie sie sich in den Jahrzehnten danach dargestellt hat und was sich jetzt möglicherweise im Zuge von Renationalisierungstendenzen, die es gibt und in ganz Ostmitteleuropa gibt und auch in Mitteleuropa, also in Deutschland wissen wir das ja auch, dass es Renationalisierungstendenzen gibt, wie sich das auswirkt. Ich begrüße als unseren Impulsgeber Bernhard Geider. Sie sind tätig unter anderem als Vorsitzender des Verbandes der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen. Also Sie sind, haben sicherlich den Überblick über das, was es an Minderheitenpolitik, an Erfolgen und auch an Schwierigkeiten in Polen heutzutage gibt und werden uns da in einer Viertelstunde ungefähr den ein oder anderen Einblick geben können. Ich bedanke mich dafür, dass Sie dazu bereit sind und darf Ihnen jetzt das Wort geben, indem ich mein Mikrofon stumm schalte und Sie Ihres öffnen, bitte. Sie Ihres öffnen, bitte. Ja, guten Tag. Ich habe gar keine einfache Aufgabe. Ich habe versucht, mich so zu vorbereiten von der Position des Sprechers der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten, also nicht nur die polnische deutsche Minderheit in Polen, sondern breiter zu schauen. Ja, wir wissen, dass nach dem Krieg für rund 14 Millionen Deutschen die Heimat verloren war. Sowohl für diejenigen, die sie verlassen mussten, als auch für diejenigen, die in ihren Regionen verblieben sind. Die Verbliebenen, überzeugt von ihrer eigenen Unschuld im Unglück, die der Zweite Weltkrieg mit sich brachte, glaubten fest an die Heimat, wo ihre Vorfahren die Wurzeln vor Jahrhunderten aufgeschlagen haben. Doch diese Heimat gab es nicht mehr. Auf diese Schicksale wies auch der Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede am 20. Juni 2015 in Berlin hin, indem er sagte, Zitat, der sogenannte Bevölkerungstransfer von Millionen Deutschen aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Böhmen, Mähren, aus der Batschka und vielen anderen Gegenden in Mittel- und Südosteuropa erschien auch den alliierten Regierungschefs Churchill, Truman und Stalin als adäquate Antwort auf den Tod und Terror, mit dem Nazi-Deutschland den Kontinent überzogen hatte. Als die Potsdamer Beschlüsse im August 1945 die rechtliche Basis dafür schufen, waren allerdings längst Fakten geschaffen worden. Millionen Deutsche waren bereits aus dem deutschen Osten, aus Polen, der Tschechoslowakei, aus Ungarn, Jugoslawien, Rumänien geflüchtet und vertrieben. Und was in ordnungsgemäße und humane Weise erfolgen sollte, hatte sich in der Realität als Albtraum erwiesen. Erst flohen sie vor dem Krieg,
dann wurden viele von denen, die zurückgeblieben in der alten Heimat, Opfer von Hass und Vergeltung, entrechtet, enteignet, verhaftet, misshandelt, auf Todesmärsche geschickt, ermordet, interniert, herangezogen zu Zwangsarbeit, erst scheinbar wild, dann vermeintlich geordnet, vertrieben, als lebende Reparation verschleppt in die Arbeitslager in der Sowjetunion, und die letzten kehrten erst 1955 zurück. Zitat Ende. Ich werde ergänzen, viele kehrten nie wieder. Ich kann dieses Zitat aber noch persönlich ergänzen. Meine Eltern mussten als Kinder auch flüchten. Die Familie meines Vaters war am 15. Februar 1945 in einem Dresdner Vorort und erinnert sich bis heute an die Helligkeit dieser Nacht. Meine Mutter stand damals mit dem Treck aus einem oberschlesischen Dorf Blachow in Tschechien. Mein Vater kam gemeinsam mit seiner Mutter und 8 Geschwistern bis nach Marktredwitz im Vogtland, wo er die Grundschule beendet hat. Beide Familien sind zurück nach Schlesien gezogen, weil sie als Flüchtlinge Hunger gelitten haben und unerwünscht waren. Das Haus meiner Mutter war zu dieser Zeit von einer polnischen Familie besetzt. In Sachsen lebte auch mein Onkel, der wiederum aus Waldenburg nicht geflüchtet ist und als Deutscher dort bis in die 50er Jahre gelebt hat, bis eines Tages, fast 10 Jahre nach dem Krieg, seine Familie innerhalb von ein paar Stunden auch vertrieben wurde. Mindestens er hat das so genannt. Wir sind vertrieben, 55. Vielleicht nicht verkehrt wird zu sagen, dass mit der Zeit die Zurückgekommenen damals doch spätestens in 90er Jahren sowieso nach Deutschland ausgewandert sind. Von diesen 8 Geschwistern, 5 Geschwister sind dann später nach Deutschland ausgewandert. Früher verwendete ich gerne die Aufteilung in Heimatvertriebene und Heimatverbliebene, um somit zu zeigen, dass wir ein Teil des Volkes sind, der durch den Krieg und seine Folgen zerrissen wurde. Jedoch muss ich heute sagen, dass sowohl die einen als auch die anderen Heimatverlorene sind. Diejenigen, die die Anfangszeit der sogenannten kalten Heimat überstanden haben, haben sich ein neues Leben außerhalb der Heimat aufgebaut. Die Menschen, die in Schlesien, Pommern, West- und Ostpreußen geblieben oder dort nach dem Kriegswirren zurückgekehrt sind, haben sich aber schnell davon überzeugt, dass auch ihre Heimat fortgegangen ist. Ähnlich erging es den Menschen, die innerhalb der Sowjetunion schon im Jahr 1941 vertrieben waren. Die Betroffenen mussten sich häufig schmerzhaft mit ihrer neuen Heimat auseinandersetzen. Und muss ich hier sagen, Wilhelm von Humboldt sagte einmal, die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Und weiter, die Entfernung von Heimischen immer durch die Sprache am schnellsten geht. Die kommunistischen Herrscher der Länder waren sich dessen bewusst. Und aus diesem Grund waren die Angriffe gegen die deutsche Identität besonders im Bereich Sprache spürbar. Als wir in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten die Ausstellung über alle 25 deutsche Minderheiten in Europa entworfen haben, musste ich feststellen, dass das Nachkriegsschicksal der deutschen Bevölkerung überall ähnlich war. Vertreibungen, sogenannte Arbeitslager, Deportationen in die UdSSR, Vergewaltigungen, Leid und Tod. So war es auch in Rumänien, in Ungarn, in der Tschechoslowakei oder damalige Jugoslawien. Ich weiß nicht, ob wissenschaftlich nachgeforscht wirklich wurde, wie viele Deutsche nach dem Jahr 1945 im Osten und Süden Europas geblieben sind. Aber es sind immer noch ein paar Millionen gewesen. Als in Westeuropa der Frieden gefeiert wurde,
begann für diese Menschen manchmal erst der Krieg mit allen Grausamkeiten und in den ersten Jahren oft mit dem Tod in den Arbeitslagern. Das ist ein Wissen, der sehr wenig in Deutschland bekannt ist. Viele alte Menschen aus den Minderheiten sagen immer noch oft und sagten und sagen oft, dass sie damals das Gefühl hatten, für alle Schulden des Dritten Reiches zahlen zu müssen. Heute spricht man über 1 Million Deutsche in den deutschen Minderheiten in Mittelosteuropa. Aber diese Zahl finde ich als falsch oder nicht genau. Ich bin der Meinung, dass es viel mehr, viel höhere Zahl ist. Aber sie ist nicht einfach zu erfassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur sagen, laut der Volkszählung in Polen sind es 150.000 Deutsche, aber nach anderen Merkmale können wir ungefähr 300.000, 350.000 große deutsche Minderheit in Polen sehen, betrachten. Anschließend folgte ich in den meisten Ländern die politische, kulturelle und sprachliche Unterdrückung. Die Volksdeutschen wurden als Verräter betrachtet. Ein freies Bekenntnis zum Deutschtum war gefährlich, die Sprache verboten oder schikaniert, das Vereinsleben unmöglich. In manchen Ländern führte die kommunistische Ideologie auch zum Kampf mit den Kirchen, die oft den Deutschen als starke Unterstützung der Identität dienten. An anderen Orten, wie zum Beispiel in Polen, hat oft die Kirche zu der Zwangspolonisierung beigetragen, manchmal Hand in Hand mit dem Staat. Eine Ausnahme war Rumänien mit ihrem deutschsprachigen Schulwesen, das ununterbrochen unter dem neuen System funktioniert hat. Die Lage, diese Einzelfall ausgenommen, trug dazu bei, dass viele Deutsche sich doch assimiliert haben. Viele, wenn es nur möglich war, haben versucht, nach Deutschland auszuwandern, auch in die DDR. Die Volksgruppen schrumpften. Das Licht im Tunnel kam mit der Solidarność in Danzig und natürlich mit dem Mauerfall und Zerfall des kommunistischen Systems. Deswegen die meisten in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten organisierten Gruppen feiern erst in diesen Jahren ihr 30-jähriges Jubiläum der Entstehung. Mit Optimismus haben die Deutschen zu der Demokratisierung der Länder beigetragen. In Schlesien waren die DFKs, Deutsche Freundschaftskreise, überhaupt die ersten Organisationen der Zivilgesellschaft, die auch gleich die Funktion des Brückenbauers nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach der Idee des vereinten Europas angenommen haben. Die Eröffnung der Länder hat den Menschen neue Freiheiten gebracht, unter denen jedoch auch eine Auswanderungsfreiheit. Und die Auswanderungswelle, besonders der jungen Menschen, tatsächlich stattgefunden hat. Überall haben sich die Minderheiten bemüht, die sprachliche Situation der Volksgruppen zu verbessern und tun das bis heute. Dort, wo die Staaten dazu kreativ beigetragen wollten, verändert sich die Lage schneller, verbessert sich sie schneller, wie zum Beispiel in Ungarn. Der Generationswechsel und die Globalisierung stellt neue Herausforderungen heute, in der wir immer noch zu wenig, und ich meine nicht nur die Finanzen, aus Deutschland unterstützt werden. Wir organisieren Deutschkurse und sogar sehr beliebte deutsche Fußballschulen, aber können das fehlende deutschsprachige Schulwesen damit wirklich nicht ersetzen. Deswegen versuchen wir zumindest innerhalb der EU zusammen mit der FUEN die Lage zu verändern. Die meisten Länder haben die Konventionen des Europarates zum Schutz der nationalen Minderheiten und die Regional- und Minderheitensprache ratifiziert. Und trotzdem sind die Unterschiede
unter diesen Ländern enorm groß. Von einer Seite Rumänien mit den deutschsprachigen Schuleinrichtungen, durch Polen mit den 3 zusätzlichen Deutschunterrichtsstunden in der Woche bis zu Slowenien, wo die deutsche Sprache als Minderheitensprache immer noch gar nicht anerkannt ist. Unsere Bürgerinitiative Minority Safe Back versucht, ein paar der wichtigsten Regelungen der Minderheitenpolitik auf der europäischen Ebene zu übertragen, zum Beispiel die Bildung, Zugang zu den Medien, die politische Partizipation und die direkte Unterstützung der Minderheiten aus der EU, direkt. Heutzutage sind sie alle in den Kompetenzen der Mitgliedsländer. Am Ende werde ich sagen, das Unmögliche habe ich bestimmt nicht geschafft. Das heißt, in 10 Minuten die letzten 75 Jahre in 25 Ländern zu schildern. Aber ich hoffe, ich konnte ein paar Themen näher bringen oder mindestens für die Diskussion eröffnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Geider, für Ihren Input, für Ihren Impuls. Ich denke, Sie haben uns sehr viel für die Diskussion mit auf den Weg gegeben. Und nein, ich hatte auch nicht erwartet, dass Sie es schaffen, in 10 Minuten 75 Jahre in 25 Jahren in 25 Ländern zusammenzufassen. Das wäre wirklich zu viel verlangt gewesen. Sie haben uns aber einige sehr interessante Aspekte gegeben und ich würde jetzt zunächst jeweils verbunden mit einer Vorstellung desjenigen, den ich frage, von meinen Mit-Panelisten hier. Einen dieser Aspekte, die ich mir jetzt notiert habe in Ihrem Vortrag, aus Ihrem Vortrag, weitergeben an die 3 anderen Herren. Und ich beginne mit dem einen Kollegen auf dem Panel, mit Dr. Rudolf Urban. Sie sind nämlich auch Journalist wie ich. Sie sind bei Wochenblatt PL, also einer polnischen oder in Polen erscheinenden deutschsprachigen Wochenzeitung, die offenbar vor allem im Netz verbreitet wird. Ob sie gedruckt wird, weiß ich gar nicht. Und ich darf Sie noch nur ganz kurz dahingehend. Sie wird auch gedruckt, ja. Ich darf Sie nur ganz kurz dahingehend vorstellen, dass Sie sowohl Germanist wie Historiker sind und sich auch kommunalpolitisch engagiert haben oder sicherlich auch noch engagieren als Vorsitzender des Gemeinderates in Tarnow in Schlesien, wenn ich das richtig verorte, im Oppelner Schlesien. Und sie engagieren sich auch bei der sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Und da liegt natürlich nahe, Sie zu fragen nach dem Zitat, dem Humboldt-Zitat, das Herr Geider uns eben angeführt hat, die eigentliche Heimat sei die Sprache. Sie arbeiten, Herr Urban, jeden Tag mit deutscher Sprache. Ist das eine schöne Formulierung, die die Realität nicht abbildet? Oder hat Humboldt da schlicht und einfach recht und führt uns dieser Gedanke, die eigentliche Heimat sei die Sprache, weiter? Die Sprache weiter. Ja, zunächst einmal hallo. Danke, dass ich zu diesem Panel eingeladen wurde. Ja, also ich denke, Sprache ist ein sehr wichtiges Element, aber nicht das einzige. Vor allem glaube ich, dass man es bei der deutschen Minderheit in Oberschlesien, die, wie auch Herr Geider in seinem Impulsvortrag gesagt hat, eben starker Diskriminierung über Jahrzehnte nach dem Krieg ausgesetzt war, dass in diesem Fall allein die Sprache nicht ausschlaggebend ist für die Identität der Menschen hier. Sie spielt gewiss eine Rolle auch nach außen hin und muss und sollte auch in Zukunft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Eigenheit der Schlesier, der Oberschlesier, dass auch die Heimat als geografischer Ort von Bedeutung ist und auch dadurch dann Identität entsteht. Sie entsteht auch eben dadurch, wenn man in einer Gemeinschaft lebt. Deswegen nicht unbedingt ist nur die Sprache ein Merkmal der deutschen Minderheit, aber auch der Ort, an dem wir leben.
Vielen Dank für diese erste vielen Antwort. Ich gehe gleich weiter zu Dr. Gerald Volkmar, der sich wissenschaftlich mit der Situation, unter anderem wissenschaftlich mit der Situation deutscher Minderheiten im Osten Europas, also in Ostmitteleuropa, beschäftigt, nämlich seit 2013 als stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, angesiedelt an der Universität Oldenburg. Und ich vermute, Sie sind uns im Moment auch aus Oldenburg zugeschaltet. Schön, dass das geklappt hat. Der Aspekt, den ich aus Herrn Geiders Vortrag aufgreifen möchte, zu dem, was ich Sie fragen möchte, ist die Zahlen, betrifft die Zahlen. Herr Geider hat ja darauf hingewiesen, 12 bis 14 Millionen Menschen sind aus dem Bereich des deutsch besiedelten Ostmitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet oder vertrieben worden. Diese Zahl ist ja so ungefähr gesichert, 12 bis 14 Millionen, eine gewisse Dunkelziffer wird es immer geben. Aber es seien eben viel mehr Menschen mit deutscher kultureller Prägung, vielleicht mit deutscher sprachlicher Prägung zurückgeblieben, als man nur gemeinhin denke, und auch diese Zahl von 1 Million, die heute genannt werde, treffe das nicht. Herr Geider hat das mit einigen Argumenten unterfüttert. Wie ist da die Wahrnehmung des Forschers, der sich eben mit den Deutschen in Ostmitteleuropa befasst? Wo wird man da sozusagen Pflöcke einschlagen können? Wo finden wir ein Fundament an Zahlen, von dem wir ausgehen können, um die Situation angemessen einschätzen zu können? Herr Volkmar, bitte. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich in einigen Aufsätzen mit diesem Thema auch beschäftigen können. Wie viele Deutsche leben denn noch im östlichen Europa? Welche sind die strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Bezogen auf die Zahlen gibt es eine große Unschärfe, was die unmittelbare Nachkriegszeit anbelangt. Das haben wir ja auch gehört bei Frau Dr. Bavendam im Vortrag. Man weiß, dass etwa 18 Millionen Deutsche 1939 östlich von Oder und Neiße gelebt haben. Das ist sozusagen eine Ausgangszahl. Dann weiß man, dass bis 1950 auf dem Gebiet der Bundesrepublik und der DDR etwa 12 Millionen Deutsche aus dem östlichen Europa kamen. Man weiß, dass 400.000 in Österreich gelandet sind. Und man weiß, dass etwas mehr als 4 Millionen Deutsche im östlichen Europa geblieben sind. Und aus diesen Differenzen hat man dann auch eine Opferzahl ausgerechnet. Da sind die Varianten auch groß, weil die Frage ist, welchen zeitlichen Rahmen setzt man an? Also sozusagen von Kriegsbeginn 1939-40 bis in die 50er Jahre hinein, oder nimmt man jetzt nur das Phänomen Flucht und Vertreibung 44 bis 47, da variieren die Zahlen schon sehr von etwa 1 bis 2 Millionen Opfer. Aber das ist sozusagen der Zeitraum, der jetzt unmittelbar nach der Potsdamer Konferenz zu betrachten ist. Wenn wir jetzt die aktuelle Lage uns ansehen, gibt es unterschiedliche Erhebungen. Im Wesentlichen sind es die staatlichen Volkszählungen. Dort gibt es auch sehr unterschiedliche Erhebungsmodi. Zum Beispiel in der Sowjetunion gab es die Möglichkeit oder es gab sogar die Pflicht, sich seiner Nationalität zuzuordnen. Auch wenn man jetzt nicht Deutsch als Muttersprache angegeben hat, konnte man sich unter Nationalität Deutsch eintragen. Das ist in den meisten anderen Staaten nach der Wende auch Usus geworden, also diese Unterscheidung zwischen Nationalität und Muttersprache zu fragen. Aber es gibt dann eben die entsprechenden Unschärfen. Also Herr Geider hat die Lage in Polen ja angesprochen. Da ist es besonders schwierig. Also wir haben einmal diese offiziellen Zahlen von 148.000. Die deutsche Minderheit erhebt aber nach anderen Kriterien die Zahl und kommt dementsprechend auf 300.000 bis 350.000. Warum? Weil eben viele Deutsche oder Oberschlesier oder Schlesier, wie sie sich definieren, eben nicht zuordnen wollen einer der beiden Gruppen, oder weil man auch zwei Staatsbürgerschaften hat. Man hat auch
andere Kriterien, nach denen man sich sozusagen zuordnet, die den strikten nationalstaatlichen Strukturen und Analysemethoden, die man so im 20. Jahrhundert entwickelt hat, einfach sich entzieht durch hybride Identitäten. Das sehen wir auch im ungarischen Fall. Da haben wir etwa 132.000, die sich der deutschen Nationalität zuordnen, aber muttersprachlich sind nur etwa 30.000 bis 40.000 dann als Deutsch-Muttersprachler dann zuzuordnen. Also diese Diskrepanzen findet man dementsprechend auch in Russland. Wo die Diskrepanz unerheblich ist, ist im rumänischen Fall. Da haben wir bei der letzten Volkszählung 36.000 Rumäniendeutsche gehabt. Das deckt sich ziemlich zu 100% mit den deutschen Muttersprachlern, was eben diese besonderen Voraussetzungen bewirkt haben, die Herr Geider auch angesprochen hat. Insofern ist Rumänien da kein Maßstab. Aber wenn man jetzt die Lage insgesamt mal sortieren möchte, dann gibt es derzeit größere deutsche Minderheiten, also mit über 100.000 Angehörigen. Wenn man jetzt das gesamte östliche Europa und auch den asiatischen Teil der ehemaligen Sowjetunion nimmt, einmal in Russland mit etwa 400.000 bis 500.000, Kasachstan so 180.000. Also insgesamt spricht man bezogen auf den postsowjetischen Raum von etwa 700.000 Deutschen. Und wenn man die anderen Regionen, also Ostmittel- und Südosteuropa zusammenzählt, dann etwa 500.000, so kommt man auf etwa 1,2 Millionen. Und wenn man jetzt in Ostmitteleuropa die Lage sich ansieht, sind die beiden größten Gruppen sicher die der Deutschen in Polen und Ungarn, so mit etwa 150.000 plus x jeweils oder ein bisschen in Ungarn weniger als 150.000. Da ist aber auch die Frage der Zuordnung sehr strittig, weil die Grenzen so fließend sind. Aber das sind zumindest die beiden größten Gruppen in Polen und Ungarn. Dann kommt ein großer Sprung zu Rumänien. Das sind, wie gesagt, nur 36.000, inzwischen sicher noch weniger. Und alle anderen bewegen sich also höchstens im Tausenderbereich. Das sind also kleinere Minderheiten. Und über die Ausgangslage, über die strukturellen Bedingungen müsste man nochmal extra sprechen, also unter welchen Rahmenbedingungen man als Minderheit, als deutsche Minderheit derzeit leben kann und welche Perspektiven auch man hätte. Genau, das werden wir im Verlauf dieses Panels auch noch versuchen, jedenfalls den einen oder anderen Aspekt anzuschneiden. Vielen Dank, Herr Volkmar, für diese wirklich sehr faktenreiche Zusammenfassung. Als letzten Panelisten begrüße ich Hartmut Koschek, den habe ich heute Morgen schon vorgestellt. Ich sage deshalb trotzdem noch mal ganz kurz, Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft e.V., die ja Hauptveranstalter dieser heutigen Tagung ist und neben Ihren vielen anderen Funktionen, die Sie gehabt haben, Sie waren 27 Jahre lang MdB und Sie waren eben auch Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung einige Jahre lang. Und dort ist natürlich eine ganz wesentliche Frage berührt, die Herr Volkmar eben mit seinen sehr differenzierten Ausführungen gemacht hat. Er hat ja, Sie haben ja dargelegt, Herr Volkmar, wie schwierig das ist, zu definieren, wer denn nun Deutscher ist, wer kulturell Deutscher ist, wie die Kriterien da sein sollen. Und das hat natürlich auch einen den Aussiedlerbeauftragten stets betreffende Perspektive oder Größenordnung, denn Deutsche dürfen ja nach Grundgesetz einwandern. Aber wer ist denn dann Deutsch? Ist das eigentlich eine belastende Frage für Sie und Ihre Mitarbeiter in diesem Arbeitsbereich gewesen, entscheiden zu müssen, entscheiden zu sollen, du bist deutsch genug und du bist nicht deutsch genug, um hier einwandern zu dürfen. Wie geht man damit um und wie sind Sie damit umgegangen, wenn Sie eventuell Menschen, die nach unseren staatlichen, rechtsstaatlichen Kriterien eben nicht ausreichend als deutsch in Anführungszeichen gelten, die Einwanderung verweigern mussten, obwohl diese Menschen sich möglicherweise als Mitglied der Minderheit im jeweiligen Heimatland fühlten und dann sehr enttäuscht waren. Das stelle ich mir doch als Herausforderung vor. Oder ist das tatsächlich in der Praxis nicht so gewesen? Herr Koschek, Sie haben das Wort. Ja, aber wir wollen ja heute über die deutschen Minderheiten reden und nicht über das Aussiedlergeschehen. Aber gerne kann ich dazu ein, zwei Sätze sagen. Wir haben ja klare gesetzliche Kriterien nach dem Kriegsfolgenrecht,
Wir unterscheiden zwischen deutschen Staatsangehörigen, denen es jederzeit unbenommen ist, in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen, und nicht wenige Angehörige deutscher Minderheiten in Mittelosteuropa und den GUS-Staaten sind ja deutsche Staatsangehörige. Dann gibt es die deutschen Volkszugehörigen, und es gibt ein geregeltes gesetzlichen Kriterienkatalog unterschiedlicher Merkmale, nach denen man als Spätaussiedler nach Deutschland kommen kann. Da hat es immer wieder gesetzliche Veränderungen gegeben. Durch die weitgehende Demokratisierung der MOE-Staaten, wenn ich das mal so bezeichnen darf, ist dort das Kriegsfolgenschicksal nicht mehr existent gewesen. Und deshalb können heute nur noch Menschen deutscher Volkszugehörigkeit oder deutscher Staatsangehörigkeit aus der ehemaligen Sowjetunion als Spätaussiedler in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Da hat es noch einmal 2013 eine gewisse Liberalisierung gegeben, um Familienzusammenführungen zu ermöglichen. Und wir haben in jedem Jahr ungefähr 5.000 bis 7.000 Deutsche, die bis heute aus der ehemaligen Sowjetunion als Spätaussiedler zu uns kommen. Für die Förderpolitik der Bundesrepublik Deutschland zugunsten deutscher Minderheiten in Europa und in GUS-Staaten ist es wirklich unerheblich, ob jemand seine deutsche Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit nachweisen kann. Das ist für uns nicht die Voraussetzung, sondern in Deutschland haben wir ja ein sehr liberales Minderheitenverständnis. Wir haben Bekenntnisfreiheit. Es wird das Bekenntnis nicht geprüft, nicht überprüft, wer zu den anerkannten autochthonen Minderheiten in Deutschland, den Dänen, den Friesen, den Sinti und Roma und den Sorben gehören will, entscheidet das in eigener Verantwortung, und der Staat führt da keine Überprüfungen durch. Und das ist dann auch unser Prinzip. Jeder, der sich zu einer deutschen Minderheit in seinem Herkunftsgebiet bekennen will und sich dort den Organisationen, den Selbstorganisationen der deutschen Minderheiten anschließt, kommt in den Genuss auch von Unterstützungsleistungen der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank, Herr Koschek. Das war in der Tat nur der kurze Ausblick auf die Aussiedlerpolitik. Ich wollte es wenigstens angeschnitten haben. Herr Geider, das, was Herr Koschek eben gesagt hat, ist sicherlich die offizielle Haltung und wird sicherlich auch von den Mitarbeitern der zuständigen Ministerien mit aller Ernsthaftigkeit verfolgt. Das will ich gar nicht in Zweifel ziehen. Aber wie kommt es denn, und das werde ich Herrn Obern auch gleich fragen, wie kommt es denn bei den Menschen beispielsweise in den beiden Minderheiten, aus denen Sie nun, in denen Sie nun leben, an? Funktioniert das gut oder ist das eher, wird das eher als Sonntagspredigt wahrgenommen? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, dass diese Politik aus Berlin die Minderheiten, deutsche Minderheiten in ostmitteleuropäischen Staaten fördern soll, funktioniert. Wie ist Ihre Wahrnehmung, Herr Geider? Naja, ich würde so sagen, Bundesrepublik Deutschland hat tatsächlich die Verantwortung für die in Mittelosteuropa verbliebene Deutschen übernommen, und als Kriegsfolgeschicksal auch. Und das ist absolut sehr wichtig, weil schon in dem, was ich jetzt gesagt habe, sieht man die Lage der Volksgruppen in den unterschiedlichen Ländern, im Prinzip alle mit dem Krieg zu tun haben. Ob das jetzt in den sprachlichen, kulturellen Bereich liegt, aber auch sehr persönlich sind die Leute betroffen worden. Deswegen finde ich die Politik absolut richtig. Wir haben so ein bisschen immer Angst, wie die sich verändern kann, weil wir sind jetzt 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg,
Und man hört immer mehr Diskussionen. Und das ist vielleicht wichtig, in dieser Stunde jetzt auch so ein bisschen zu besprechen. Wie soll man das jetzt tatsächlich tun, dass die Art der Politik, jetzt kann man ein bisschen weggehen von den Zahlen, ob das ausreichend ist oder nicht ausreichend ist, welche Bereiche sollen unterstützt werden, welche Herausforderungen stehen für die Zukunft, aber das Prinzip, dass die Bundesrepublik Deutschland sich kümmert um die Minderheiten. Und da werde ich jetzt hier betonen, ein bisschen unabhängig von Größe der Minderheit oder von der politischen Bedeutung der Minderheit. Das muss unabhängig bleiben. Wir haben jetzt zu tun, und Herr Volkner hat das absolut betont, dass außer, sagen wir, Großstaaten in Mittelosteuropa haben wir im Prinzip nur zwei große Bevölkerungsgruppen, die über 100.000 Mitglieder haben. Aber das darf nicht heißen, dass jetzt die Karpatendeutsche in der Slowakei oder im Baltikum kleine deutsche Minderheiten jetzt mit alltäglichen Problemen finanzielle Art kämpfen müssen, statt sich tatsächlich mit dem kulturellen Leben zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, vielleicht auch für diese Konferenz jetzt zu zeigen, dass die Art der Politik, das Prinzip, das sind unsere Angehörige. Mir hat sehr das gefallen, das ist klar. Herr Koschek sagte, Staatsangehörige und Volksangehörige. Das ist manchmal nicht wirklich verstanden. Aber Angehörige, das ist der wichtigste Begriff, dass die Politik bleiben wird, ein bisschen wieder in Bundesrepublik Deutschland von der politischen Konstruktion jetzt oder in der Zukunft unabhängig. Vielen Dank, Herr Geider. Ihre Einschätzung, teilen Sie das, was Herr Geider ausgeführt hat? Sehen Sie es anders? Wenn ja, an welcher Stelle sehen Sie es anders? Sehen Sie es anders? Nein, da stimme ich Herrn Geider schon mit Herrn Geider überein, dass die Hilfspolitik, Förderpolitik, die Minderheitenpolitik Deutschlands für die deutschen Minderheiten sehr wichtig ist. Aber ich glaube, das ist wirklich für die Menschen, da stoßen wir vielleicht auch ein bisschen an die finanzielle Unterstützung, aber ohne geht's ja nicht, dass das bei den Menschen insofern wichtig ist, dass es ankommt, nicht in Form einer Förderung auf die Hand, ja, also nicht wie man am Anfang, als die deutsche Minderheit als Organisation in Polen sich gründete, hieß es sehr oft von den Gegnern, naja, ihr unterzeichnet ja die Liste nur, weil ihr alle jeder 50 Mark bekommt. Also nicht diese Art der Unterstützung ist wichtig, sondern die Unterstützung, die ermöglicht, dass wir als deutsche Minderheit durch unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hobbys und was weiß ich was, wirklich etwas anbieten können, somit einerseits Gemeinschaft schaffen, eine Gemeinschaft der Deutschen, in der es natürlich auch um Identität geht und auch um die Sprache vorrangig, aber auch darum, dass die Menschen sich untereinander einmal treffen können. Das sind Samstagskurse für Kinder, die einen riesen Erfolg sind. Das sind die schon angesprochenen deutschen Fußballschulen, wo vielleicht der eine oder andere sagen würde, was hat denn Fußball mit deutscher Minderheit zu tun? Es hat insofern damit zu tun, dass wir als Minderheit uns nicht nur auf die Sprache oder nur auf
Diskussion über die Geschichte konzentrieren können, sondern im Hier und Jetzt leben und eben als Minderheit auch Teil der Gesellschaft sind und für die potenziellen Mitglieder und die jetzigen Mitglieder auch immer noch attraktiv sein müssen und wollen. Und da kommt eben die Minderheitenpolitik, die Förderpolitik uns sehr entgegen, vor allem, weil sie, das stelle ich einfach mal jetzt so in den Raum, verlässlicher meiner Meinung nach ist als die Förderpolitik des polnischen Staates. Vielen Dank, Herr Oban. Wir haben ja in diesem Panel sozusagen zwei Zeitebenen zu verbinden, nämlich die Gegenwart, über die haben wir jetzt gesprochen. Und wir haben auch und wollen auch betrachten die Vergangenheit in kommunistischer Zeit, 45 bis 89. Und da würde ich gern Herrn Volkmar fragen, das ist, wenn wir die Situation betrachten, die heute herrscht, sehr viel besser geworden ist als 45 bis 49, ist, glaube ich, keine allzu spitze These oder allzu steile These, die ich da aufstelle. Aber wenn Sie uns den einen oder anderen Hinweis geben könnten, aus Ihren Forschungen heraus, aus Ihrer Kenntnis heraus, in welchem Umfang und mit welchen besonderen Kriterien sich das verbessert und verändert hat, wären wir Ihnen doch dankbar, um dann gleich nochmal die politische Perspektive aufzugreifen. Denn Herr Koschek, Sie sind ja auch schon lange mit diesem Thema beschäftigt und eben seit 1990 im Parlament, im Bundestag tätig. Da haben Sie natürlich auch einen Blick über la longue durée, über die lange Zeit, die vergangenen 30 Jahre oder sogar mit Sicherheit noch länger. Aber Herr Volkmar, zunächst, wenn Sie sozusagen heutige Situation mit Situation vor 89 vergleichen, es ist doch nicht zu steil zu sagen, dass es sich nahezu allen Bereichen wesentlich verbessert hat, oder? Nein, das ist es sicher nicht. Wenn man die Lage der deutschen Minderheiten untersucht, dann müsste man eigentlich so vier Parameter so als Bündel von Kriterien ansetzen. Das eine ist die historische Dimension, das zweite die politische, das dritte die demografische und das vierte die kulturelle. Und damit kann man eigentlich alle Lebenswirklichkeiten gut erfassen. Bei der historischen, das ist natürlich die Rahmenbedingung für die ganze Entwicklung nach 45, gibt es schon mal Unterschiede, die sich auch in der Behandlung der deutschen Minderheit natürlich niederschlägt. Also die deutsche Minderheit in Polen und der Tschechoslowakei ist natürlich verglichen mit Ungarn oder Rumänien auch deswegen schlechter behandelt worden, weil eben die Kriegsfolgen deutlich stärker eben da waren. Also man hat einfach mehr unter Nazi-Deutschland gelitten. Ungarn und Rumänien waren ja Verbündete bis 1944 des Deutschen Reiches. Das war sozusagen schon mal eine historische strukturelle Bedingung, die anders war. Das schlägt sich auch nieder in das Verhältnis der beiden Staaten, also des Mutterstaates Deutschland und des Heimatstaates dann Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakei. Zueinander, das war nämlich auch ein wichtiger Indikator, wie die Lage der Minderheit zu betrachten ist, also in welchen diplomatischen Rahmenbedingungen das Ganze abläuft, und zwar nicht nur erst nach 89, sondern auch schon vor 89. Dann ist natürlich die historische Dimension überhaupt zu betrachten, wie der Staat, der Nationalstaat zur jeweiligen Minderheit steht. Auch sehr unterschiedliche Bedingungen. Also wenn man sieht, Polen in der Zwischenkriegszeit und das vergleicht mit Ungarn und dann Rumänien. Also das ist sozusagen die historische Dimension. Gut, das ändert sich dann in der Zeit zwischen 45 und 89 dann vor allem, was die 60er, 70er, 80er Jahre anbelangt, weil da einige Staaten eben nicht mehr dieses stalinistische System bezogen auf die Minderheiten so umsetzen, also 100% umsetzen, wie das eben vorher der Fall war. Da gibt es neue Spielräume, zum Beispiel in Ungarn, die sich dann nach dem Rákosi-System dann auftun. In Rumänien gibt es dann eine kurze Tauwetterphase, die dann unter Ceausescu wieder einkassiert wird. In Polen gibt es sicher auch große Veränderungen, wenn man jetzt die Zeit der frühen 50er und die Zeit der 80er Jahre betrachtet. Also da ist natürlich eine Entwicklung in dieser historischen Dimension.
dann schlägt sich das natürlich auf die zweite Dimension, nämlich auf die politische nieder. Das heißt, der Stellenwert der deutschen Minderheit einmal bezogen auf den Gesamtstaat, aber auch auf die lokale Ebene. Da kann man sagen, sind auch die größten Veränderungen sichtbar. Also in der kommunistischen Zeit waren das ja alles so Pseudo-Organisationen, wenn es überhaupt welche gab. Dort, wo die Existenz einer deutschen Minderheit negiert wurde, gab es natürlich auch keine Vertretung der deutschen Minderheit, wie das in Polen der Fall war. In Rumänien gab es das. Da gab es diesen Hart der deutschen Werktätigen, der aber nur eine Marionette der kommunistischen Partei war und überhaupt keine eigene Willensbildung äußern konnte. Nach 89 sehen wir dann aber die großen Unterschiede zu der Zeit davor, die ja auch die heutige Lage kennzeichnen. Das heißt, die deutschen Minderheiten bringen sich nicht nur auf lokaler Ebene sehr stark politisch ein. Sie stellen Gemeinderatsmitglieder, Stadtratsmitglieder, Bürgermeister. Sie entsenden Abgeordnete in das Nationalparlament. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Dieser Unterschied hat einmal natürlich mit der Wende an sich zu tun, natürlich durch den Regimewechsel, aber auch durch die Integration in die euroatlantischen Strukturen, die dazu geführt haben, dass diese Staaten natürlich EU-kompatibel werden wollten und auch die Minderheitenrechte dann etwas mehr beachtet haben. Dann hat es überhaupt mit der europapolitischen Ebene zu tun. Dadurch, dass eben auf der Ebene des Europarates zwei wichtige Dokumente verabschiedet wurden, die beide 1998 in Kraft getreten sind, nämlich das Rahmenübereinkommen zum Schutz der Sprachen und aber dann das Pendant dazu auch der nationalen Minderheiten. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die nationalstaatliche Ebene oft nachgezogen hat, was die Minderheitenrechte anbelangt. Das ist zum Teil in Form eines Minderheitengesetzes passiert, wie in Ungarn, wo die Regelungen am weitesten gehen, oder aber auch einfach nur auf niedrigschwelliger gesetzlicher Ebene, zum Beispiel in Rumänien. Dort scheut man diesen Begriff Minderheitenschutzgesetz, aber de facto ist man gleichgestellt mit den Minderheiten in Ungarn. Das hat man sozusagen aus politischen Gründen einfach anders verpackt. Also da sieht man auf jeden Fall einen großen Unterschied auf dieser politischen Ebene. Demografisch hat sich vieles verändert, natürlich durch die Aussiedlung der Deutschen. Die sind in unterschiedlicher Weise zu unterschiedlichen Zeiten massiv ausgewandert. Die Deutschen aus Polen vor allem bis 89, die Deutschen in Rumänien vor allem in den 80er, frühen 90er Jahren. In Ungarn haben wir interessanterweise praktisch ganz wenig Aussiedlungsbewegungen, also die Ungarn-Deutschen, die haben ein sehr enges Verhältnis zur eigenen Heimat und auch zum ungarischen Staat, ein nicht so befremdliches Verhältnis wie die anderen deutschen Minderheiten zu ihrem Nationalstaat. Das schlägt sich dann auch in diesen geringen Aussiedelzahlen der Ungarn-Deutschen nieder. Und last but not least haben wir die vierte Dimension, die kulturelle. Und da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Zum Teil einmal die Rumänien-Deutschen mit dem besten Infrastruktursystem, was also Wissenschaft, Sprache, Schulwesen, Bibliotheken, Medien allgemein zu tun. Eine geringe Bevölkerung, die sozusagen also diese Infrastruktur gar nicht richtig zu voller Entfaltung bringen können, weil eben so viele ausgereist sind. Das Gegenteil haben wir dann in Ungarn und vor allem in Polen, wo wir eben eine viel höhere Anzahl an Deutschen, also Angehörigen der deutschen Minderheit haben, die allerdings diese strukturellen Probleme haben, also ein schlecht ausgebildetes muttersprachliches Schulsystem, die in der Medienlandschaft noch sehr viel Nachholbedarf haben, überhaupt im Bereich kulturelle Begegnungen und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die man da aufholen muss, wo es auch große Fortschritte gegeben hat, aber wo sozusagen der Plafond noch sehr lange nicht erreicht ist. Vielen Dank, Herr Volkmar. Herr Koschek, die Perspektive des praktischen Politikers, Sie haben es nicht immer nur gemacht, Sie haben viele Funktionen gehabt in der Bundespolitik, aber Sie haben sicherlich auch immer mit einem Teil Ihrer Aufmerksamkeit verfolgt, was Ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich überwiegend mit diesem Thema beschäftigt haben, gemacht haben. Wie haben Sie das in den 27 Jahren und auch den Jahren seitdem, also 27 Jahren Ihrer Parlamentsabgeordnetentätigkeit im Jahren da seitdem wahrgenommen? Also ich glaube, in Deutschland gibt es heute kaum mehr Streit über die Notwendigkeit einer Fürsorgepflicht Deutschlands für deutsche Minderheiten in Europa und der ehemaligen Sowjetunion. Deshalb glaube ich, dass auch veränderte Regierungsmehrheiten in Bund und Ländern
nicht mehr wie ein Damoklesschwert über der deutschen Förderpolitik für deutsche Minderheiten schweben. Das war mal streitbefangen, wie überhaupt auch der Umgang mit den Vertriebenen und ihren berechtigten Ansprüchen auf Unterstützung durch Staat und Gesellschaft, was ihre kulturelle und geschichtliche Identität anbelangt. Aber ich glaube, da sind wir in Deutschland in den letzten 30 Jahren, ich markiere das wirklich mit dem Einsetzen der deutschen Einheit, dass wir über diese Frage Identität, deutsche Selbstvergewisserung heute anders denken und auch politisch diskutieren als noch vor 30 Jahren. Worüber ich mir Sorgen mache, ist die Renationalisierungstendenzen in Ländern Europas, in denen deutsche Minderheiten leben. Und das überschattet natürlich die Entwicklung einer Minderheit, wenn sie davon abhängig ist, ob jetzt eine Regierung zentral an der Macht ist, die eher minderheitenfreundlich oder minderheitenkritisch oder sogar minderheitenfeindlich eingestellt ist. Und natürlich auch das Problem, dass oftmals die Unterstützung in den Staaten, in denen deutsche Minderheiten leben, vom Zustand unserer bilateralen Beziehungen abhängig ist, dass die Minderheit also auch ein Stück in die Geiselhaft genommen wird, wenn die Beziehungen sich verschlechtern. Und das heißt, was wir brauchen, ist eine Weiterentwicklung des europäischen Minderheitenschutzes. Und ich war von Anfang an ein starker Verfechter dieser europäischen Bürgerinitiative durch die föderalistische Union europäischer Nationalitäten, der ja auch die deutschen Minderheiten angehören. Und jetzt sind wir in einer entscheidenden Phase, dafür zu sorgen, dass auch das Gemeinschaftsrecht um Elemente des Minderheitenschutzes verankert werden, weil so gut die beiden Rahmenabkommen des Europarates sind, aber sie haben zum Beispiel bis heute verhindert oder es nicht bewirkt, dass Slowenien, das sich doch schon als ein demokratisches Vorbildland in der Europäischen Union bezeichnen möchte, jenseits offener nationalistischer Tendenzen, aber bis heute die deutsche Sprache, die kroatische Sprache nicht als Minderheitensprache anerkannt hat. Und ich glaube, wenn das Minderheitenrecht ein Teil des Gemeinschaftsrechts wird, schützen wir Minderheiten generell in Europa vor politischen Veränderungen, vor Koalitionsbildungen und auch vor Verschlechterung bilateraler Beziehungen. Was Herr Geider gesagt hat, halte ich für ganz wichtig. Ich habe in meiner Amtszeit alle deutschen Minderheiten in Europa und den ehemaligen GUS-Staaten besucht. Und ich glaube, wir müssen auch die kleineren stärker in den Blick nehmen, denn dort entscheidet sich, ob infolge einer Generation deutsche Sprache, Kultur, Identität und Traditionen überlebt. Eine größere deutsche Minderheit hat es aufgrund ihrer Größe immer einfacher, sich auch in schwierigeren Situationen zu behaupten. Aber die Kleinen, die müssen wir noch gezielter auch infrastrukturell krisensicher machen. Und ich will ein Letztes sagen. Wir haben ja Benchmarks. Es ist uns in Westeuropa gelungen, auch für deutschsprachige Gemeinschaften und Minderheiten Modelle zu entwickeln, die wirklich sich auch jetzt in 5, 6 Jahrzehnten von europäischer Nachkriegsgeschichte als krisenfest entwickelt haben. Schauen Sie sich die deutsch-dänischen Regelungen an. Schauen Sie sich das Autonomiepaket, vor allem in seinen Auswirkungen auf Sprache und Kultur für Südtirol an. Oder schauen Sie sich die Stellung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien an. Und wenn wir ganz kritisch die Situation der Entwicklung deutscher Minderheiten in Mittel- und Osteuropa und in GUS-Staaten in den letzten 30 Jahren beobachten und beurteilen, dann keine Frage, in den letzten 30 Jahren hat sich Entscheidendes verändert. Aber von einer krisenfesten institutionellen Sicherheit à la Status der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Rolle von Sprache und Kultur im Autonomiepaket von Südtirol oder den auch infrastrukturellen, institutionell gesicherten deutsch-dänischen Regelungen sind wir für die deutschen Minderheit in Mittel- und Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion noch entfernt. Und wir müssen dahin kommen,
dass diese Minderheiten eine dauerhafte Zukunftsperspektive haben. Vielen Dank, Herr Koschek. Jetzt darf ich doch noch mal ins Praktische zurückfallen und Herrn Obern fragen, wie erleben Sie denn Renationalisierungstendenzen? Erleben Sie Situationen, dass Minderheiten, also dann speziell natürlich die deutsche Minderheit in Schlesien in Ihrem Fall, sozusagen nicht in Geiselhaft vielleicht genommen werden, aber unter Druck geraten durch die ja durchaus in den letzten Jahren verschlechterten, leider Gottes, verschlechterten deutsch-polnischen staatlichen Beziehungen. Ist das ein Phänomen, das für Sie sehr spürbar ist, oder spielt das auf der menschlichen Ebene, auf der, ich sag mal, unteren, politisch unteren Ebene keine so wesentliche Rolle? Ich glaube, das ist schon ein Problem, ein sichtbares Problem, vielleicht eben nicht auf dieser zwischenmenschlichen Ebene in den lokalen Strukturen, wo man sich wirklich untereinander eingelebt hat. Aber ich merke es so, vielleicht nicht für mich selber, aber so unter den Mitgliedern der Minderheit, dass es wieder ein bisschen, Angst ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen Befürchtung gibt, an gewissen Orten sich wieder frei als Deutscher zu bewegen oder ganz normal Deutsch zu sprechen, in jeder Lebenssituation, wenn es manche gemacht haben. Da wird man seit einigen Jahren wieder, so ist das Gefühl zumindest, kritischer beäugt. Ja, man wird vielleicht nicht sofort angegriffen oder beleidigt oder so, aber man wird kritisch eben beäugt. Das ist das eine. Aber es gibt auch konkrete Entscheidungen der Regierung bzw. des Parlaments, die zeigen, dass es in eine andere Richtung geht. Wir hatten vor einiger Zeit eine Novelle des Gesetzes über die Gerichte und den Stand der Richter. Und da wurde ein klitzekleines Wörtchen eingebracht, dass ein Richter nur die polnische Staatsbürgerschaft haben darf. Das heißt, früher hieß es, er muss polnischer Staatsbürger sein. Jetzt heißt es, er muss nur polnischer Staatsbürger sein. Das bedeutet, dass jedes Mitglied der deutschen Minderheit das als polnischer Staatsbürger nach seinem Studium Richter werden will, entweder kein Richter werden darf, wenn er weiterhin, wie viele Oberschlesier, die deutsche Staatsbürgerschaft auch hat, oder er muss diese deutsche Staatsbürgerschaft, die ein Teil seiner Identität ist, ablegen, um eben Richter in Polen werden zu können. Das ist ein klares Beispiel, dass es zwar jetzt nicht die breite Mehrheit der deutschen Minderheit trifft, aber es trifft eben Vertreter der deutschen Minderheit, die so diskriminiert werden. Also das, man merkt es schon langsam im Staat, dass diese Regierung zumindest kritisch gegenüber allen Minderheiten ist, und zwar nicht nur den nationalen und ethnischen, sondern allen, die nicht in das klar formulierte Muster, das sich die Partei gestellt hat, passen, die sind irgendwie fremd, das sind nicht unsere. Herr Geider, Sie hatten sich gemeldet, und ich hätte auch sowieso Sie jetzt gebeten, noch etwas aus Ihrer Perspektive beizutragen, aber ich finde das ausgesprochen interessant, mit diesem einen eingefügten Wort. So klein können manchmal Auslöser sein für ziemlich bedenkliche Entwicklungen. Deshalb vielen Dank, Kollege Obern, für diese Information. Ich werde mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwie auch eine Sache zu recherchieren kann, wie sich kleine Änderungen, wie sich kleine Wörter oder einzelne Buchstaben sogar manchmal ausgewirkt haben. Das finde ich eine sehr gute Anregung. Jetzt Herr Geider, bitte. Herr Geider, bitte. Ja, man kann jetzt, die Frage war, ob für den, sagen wir, einfache Menschen jetzt die Situation schwerer geworden ist oder, so wie der Herr Uwan sagte, so ein bisschen in die Befürchtung wieder die Menschen getragen hat. Da werde ich jetzt sagen, ich bin jetzt gerade in den Tagen gestern und heute in Kontakt mit unseren kleineren Gruppen in
im ehemaligen Ostpreußen, also in Masuren, wo gerade in den Tagen jetzt eine Massen, würde ich sagen, Kontrolle in den Schulen durchgeführt ist von dem Bildungsamt in der Richtung, warum die Eltern, sogar mit den Eltern sind Gespräche geführt, wieso haben die Kinder jetzt deklariert als Kinder, die in der Schule sollen oder dürfen oder ja sollen Deutsch als Minderheitensprache lernen. Und das sind so Fragen, und da möchte ich jetzt betonen, was der Herr Koschek sagte früher, heutzutage auch in polnischen Gesetzen klar geschrieben steht, die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit ist aufgrund freies Bekenntnis des Menschen passiert. Und das freie Bekenntnis ist natürlich der Grund, warum ein Kind in der Schule eventuell nach Deklaration der Eltern dieses Unterricht Deutsch als Minderheitssprache besucht. Jetzt sind in den letzten Tagen die Eltern stehen vor dem Visitator und gefragt sind, ob sie deutscher Abstammung sind, wieso, wie können die das beweisen, sind sie verwurzelt in Masuren und so weiter und so fort. Also das zeigt, dass man kann natürlich diese Befürchtung richtig anstecken an den Menschen, so werde ich das jetzt sagen. Wir haben ein anderes Beispiel. Ohne die Gesetzgebung zu verändern, kann dazu kommen, wie wir jetzt in den letzten Jahren passiert ist, nämlich wir haben das Recht seit 15 Jahren für zweisprachige Ortsschilder in diese Gebiete oder in diese Gemeinden, wo über 20% der Bevölkerung eine Minderheit zugehört. Aber auch unter 20% ist das möglich, wenn die sogenannte gesellschaftliche Konsultationen durchgeführt waren unter den Bewohnern. Und wir haben jetzt 4 Fälle, wo alle diese Bedingungen erfüllt worden waren. Und trotzdem, die Anträge liegen jetzt schon ein paar Jahre lang und die sind gar nicht entschieden. Das heißt, man kann sie gar nicht beklagen, weil da ist keine negative, aber auch keine positive Entscheidung. Einfach, die liegen in einer Schublade. Also das sind die Art, was oder auf welche Weise hat sich jetzt verändert, so ein bisschen die Politik in Polen. Ohne große Änderungen in der Gesetzgebung. Herr Volkmar, das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein. Und jetzt an Sie als denjenigen, der es wissenschaftlich natürlich beobachtet und durchdringt. Welche Möglichkeiten ganz nüchtern betrachtet, ohne jede politische direkt involvierte Position einzunehmen. Sie beobachten das ja als Wissenschaftler. Welche Möglichkeiten hat dann denn ein Staat wie Deutschland, da noch Einfluss zu nehmen? Denn mutmaßlich ist es ja dann auch keine gute Idee, über das Auswärtige Amt oder gar über Wirtschaftsverbindungen irgendeine Art von Druck auszuüben, im Fall beispielsweise Polens über die EU Druck auszuüben. Das ist ja wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Was kann man in so einer Situation, was kann die Regierung, die Bundesregierung in so einer Situation tun, um den Schwierigkeiten abzuhelfen, die Herr Obern und Herr Geider jetzt eben ganz konkret beschrieben haben, wenn es doch gar nichts gibt, was man zum Beispiel verwaltungsgerichtsmäßig attackieren kann, weil es eben einfach noch keine Entscheidung gibt, wie Sie das beschrieben haben. Sind einem da die Hände gebunden? Ist man ausgespielt oder muss man einfach weitermachen, wie man es gemacht hat? Was ist da sozusagen aus wissenschaftlicher Beobachterperspektive der richtige Weg? Richtige Weg. Und es gibt eine ganze Menge, was man machen kann. Zunächst einmal von den Rahmenbedingungen her. Deutschland unterstützt ja seit vielen Jahrzehnten die deutschen Minderheiten.
Das konnte man dann vor 89 nur bedingt machen, aber seitdem gibt es ja mit den Nachbarstaaten Freundschaftsverträge, die diese Unterstützung regeln. Deutschland hat sich dem Grundsatz verschrieben, dass eine Unterstützung der deutschen Minderheiten immer nur im Einvernehmen mit dem jeweiligen Heimatstaat erfolgt. Mit diesem Rezept ist man sehr gut gefahren, auch weil die Mehrheitsgesellschaft davon profitiert, insbesondere in diesen multiethnischen Regionen, wo dann nicht nur ausschließlich die Minderheit unterstützt wird, sondern durch allgemeine Hilfen auch die Nachbarn davon profitieren. Das ist also der erste Grundsatz. Es gibt drei Ministerien in der Bundesregierung, die entsprechende Unterstützung leisten. Das Auswärtige Amt im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik, also Förderung auch von kulturellen Projekten, von Sprachprojekten. Dann im Innenministerium ist angesiedelt die Förderung vor allem im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Und schließlich bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gibt es Möglichkeiten, Denkmalschutzprojekte durchzuführen. Also das sind so mal die Rahmenbedingungen. Es gibt im Rahmen dieser Freundschaftsverträge bilaterale Regierungskommissionen, in denen die Hilfen für die jeweilige deutsche Minderheit dann jährlich ausgehandelt werden. Da legt dann auch der jeweilige Heimatstaat offen, was er für die Förderung der jeweiligen Minderheit tut. Das ist natürlich sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern, aber man kann da auch auf politischer Ebene und zwar jetzt auf Arbeitsebene doch recht viel tun, wenn man sieht, dass die deutsche Seite gewisse Dinge fördert und dann versucht, die andere Seite zu überzeugen, da auch einzusteigen, dann hat das oft Erfolg. Man kann aber natürlich auch auf der hohen politischen Ebene involviert sein, Dinge bewegen, die nicht in der Presse stehen. Im diplomatischen Bereich hat man ja viele Möglichkeiten. Deutschland tut gut daran, das nicht an die große Glocke zu hängen. Anders als zum Beispiel in Ungarn, wenn da ein politischer Erfolg erzielt wird, wird damit gleich auch innenpolitischer Wahlkampf betrieben. Und das schadet natürlich dem bilateralen Verhältnis und schadet letztlich dann auch der jeweiligen Minderheit im jeweiligen Staat. Das sind sozusagen dann die Rahmenbedingungen. Ich habe ja gesagt, dass die Verbesserungen evident sind seit 89 vor allem, aber dass sie nicht gut sind. Also das muss man auch betonen. Also es ist noch sehr viel mehr möglich, als derzeit der Fall ist. Fangen wir jetzt bei Rumänien an, wo die Rahmenbedingungen sicher am besten sind. Aber auch da ist es nicht garantiert, dass die Minderheit über mehrere Generationen als solche existieren kann. Schon allein deswegen, weil in den vielen deutschsprachigen Schulen, das sind über 80, die Probleme haben, deutschsprachige Lehrer auf einem entsprechenden Niveau zu finden. Wenn der deutschsprachige Unterricht schon deswegen wegfällt, weil man keine Lehrer mehr hat, dann bringt es auch nichts festzustellen, dass über 90% dieser Schüler gar nicht der deutschen Minderheit angehört, sondern Rumänen sind, Ungarn sind, die diese Sprachkenntnisse gerne erwerben möchten, aber auch nicht in die Lage kommen, davon zu profitieren, weil es keine Lehrer gibt. Also da muss man schon in diesem Bereich anfangen. In Ungarn und Polen haben wir das Problem, dass wir eben dieses muttersprachliche System gar nicht richtig ausgebildet haben. Es gibt in Ungarn sicher bessere Bedingungen als in Polen. Es gibt mehr bilinguale Schulen als in Polen. Da sind es ja gerade mal eine Handvoll. In Ungarn gibt es auch einen etwas ausgeprägteren, verstärkten deutschsprachigen, muttersprachlichen Unterricht, der aber auch weit abfällt, wenn man das rumänische Beispiel dagegen stellt, wo man eben auch nur ein paar Deutschstunden mehr hat, aber die meisten Fächer immer noch auf Ungarisch unterrichtet bekommt. Und in Polen ist das ganz evident, weil da haben wir eben diese ganz geringen bilingualen Schulen und der muttersprachliche Minderheitenunterricht erschöpft sich praktisch in einer Deutschstunde mehr. Das ist also eigentlich verschwindend gering, um eine solche Minderheit für die nächsten Jahre fit zu machen, auch als Minderheit weiter zu existieren und zwar so, wie sich das selber für sich selbst wünscht, nämlich mit guten deutschen Sprachkenntnissen und nicht immer als Bittsteller auftreten zu müssen beim polnischen Staat, auch beim deutschen Staat, in eine Lage versetzt zu bekommen, die ein selbstbestimmtes Leben als Minderheit ermöglichen. Also da kann man noch sehr viel tun und die Zukunft ist noch bei Weitem nicht gesichert. Das wollte ich nur betonen. Ja, vielen Dank, Herr Volkmar. Herr Koschek bekommt sofort das Wort, aber ich darf noch in der Runde Herrn Ostrzyk, ist das richtig,
ausgesprochen begrüßen, der offenbar jetzt leider einige Zeit in der Warteschlange oder im Warteraum hier gewartet hat, weil ich einfach das nicht wahrgenommen habe. Sie werden uns dann gleich, wenn Herr Koschuk etwas gesagt hat, noch etwas zu Ihrer Position sagen. Dann stelle ich Sie auch noch mal kurz vor. Aber zuerst, Herr Koschuk, zu den aktuellen Dingen, die Herr Volkmar und vorher Herr Geider und Herr Obern gesagt haben, bitte. So, ich bin Herrn Volkmar sehr dankbar, dass er darauf hingewiesen hat, dass dieser hartnäckige Dialog manchmal im Stillen, manchmal erfolgreicher ist als immer, ich sag mal, mit großen Getöse Dinge einzufordern, die man dann vielleicht nicht erreicht. Ich glaube, dass die deutsche Politik da in den letzten Jahren klug agiert hat. Was ich für ganz wichtig halte, dass unsere Auslandsvertretungen, das hat sich sehr gut entwickelt, wirklich auch als ein Teil ihrer Aufgabe in dem Land, in dem eine deutsche Minderheit lebt, es versteht, den engen Kontakt nach dort zu halten, damit man Stimmungen, Veränderungen, Entwicklungen wahrnimmt und nach Berlin berichten kann. Was ich aber für genauso wichtig halte, dass nicht nur der jeweilige Aussiedler und Minderheitenbeauftragte, sondern jeder Politiker vom Bundespräsidenten über die Kanzlerin bis Ressortminister, Parlamentarier, wenn sie in ein Land fahren, in dem es eine deutsche Minderheit gibt, dort auch demonstrativ vor den Augen des Gastlandes in ihr Besuchsprogramm die deutsche Minderheit einzubeziehen. Ich darf da dem Bundespräsidenten, auch der Bundeskanzlerin wirklich ein großes Lob aussprechen. Ich kann das nicht allen Ressortministern aussprechen, auch in der Gegenwart. Wichtig ist es auch von Seiten der Parlamentarier. Der Besuch des Bundestagsvizepräsidenten Herrn Oppermann in Schlesien, wo natürlich Paul Löbe als aus Liegnitz stammende Urgestalt der deutschen Sozialdemokratie ein Grund war, aber wo er auch bewusst den Kontakt mit der deutschen Minderheit gesucht hat und sich sehr positiv auch in Interviews dann in Deutschland zu diesem Besuch geäußert hat, hat, glaube ich, auch auf die polnische Öffentlichkeit und ein Teil der polnischen Zivilgesellschaft seine Wirkung nicht verfehlt. Und dieser Beispiele brauchen wir mehr. Und wenn es mal drauf ankommt, muss man halt auch hinter verschlossenen Türen, wenn es ernste Themen gibt, auch mal Tacheles reden. Ich hoffe, ich begehe keine Indiskretion, aber der deutsche Bundespräsident hat einen Besuch in Moskau davon abhängig gemacht, dass die Peter- und Paul-Kirche die Mutterkirche der evangelischen Lutheraner in Russland wieder in den Besitz der evangelisch-lutherischen Kirche Russlands, deren Bischof, der Russland, ein Russlanddeutscher ist, gegeben worden ist. Und auch so kann man mit leisen Tönen bei wichtigen Symbolen gute politische Erfolge erzielen. Vielen Dank, Herr Koschuk. Herr Jaroslav Ostrowitsch ist zu uns gekommen. Sie sind vor allem in Brünn aktiv. Ich habe leider ein etwas verschwommenes Bild von Ihnen. Ich weiß nicht, ob das an der Linse Ihres Laptops liegt. Ich hoffe, dass das Mikrofon besser ist, denn wichtiger als das, was wir sehen, ist natürlich das, was Sie uns jetzt sagen werden. Ich weiß auch nicht, wie viel Sie schon verfolgen konnten von der dritten Sektion, die wir jetzt hier gerade haben. Und deshalb würde ich Ihnen einfach jetzt das Wort geben, einige Aspekte, die Ihnen wichtig sind, vielleicht auch angeregt von dem, was Sie hier bisher verfolgt haben, uns noch aus Ihrer Perspektive hinzuzufügen. Sie haben das Wort. Ich grüße Sie alle und danke vielmals für die Einladung. Ich hoffe, man hört mich gut, ja. Wenn man mich nicht perfekt sieht. Kann das sein oder ist das so, dass der Panel jetzt gerade vor ein paar Minuten angefangen hat? Oder vor einer Stunde? Ich habe das nämlich die Diskussion auf YouTube mitverfolgt. Vor einer Stunde. Ach so, na, dann ist es aber so, dass auf YouTube die Übertragung mit einer Stunde Verzögerung läuft. Ich habe es eben auf YouTube geschaut und Sie haben, Herr Kellerhoff, noch, also aus meiner Sicht, vor ein paar Minuten gesagt, um zwei geht's weiter und da war es ein paar Minuten vor drei. Also in dem Sinne entschuldige mich. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, das Panel davor ist halt länger gelaufen, wie es sollte. Also zumindest, was ich sehe auf meinem Rechner,
ist das offenbar um eine Stunde verzögert auf YouTube. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich gucke meine beiden Kollegen hier in der Regie und von der inhaltlichen, auf einer Seite wird genickt. Sehen Sie, das habe ich gar nicht hier mitbekommen, weil die Regie mich geschützt hat vor dieser Einsicht, die mich natürlich jetzt noch ein Stück weit nervös macht. Aber offenbar ist es dann ja so, dass tatsächlich was angekommen ist, wenn auch mit einer Stunde Verzögerung. Das ist mir in der Tat neu, aber nichtsdestotrotz. Herr Kellerhof, wir hören Sie nicht. Sie haben kein Mikro geschaltet, Herr Kellerhof. Also ich bin nicht zu hören. In der Tat, das jetzt hoffe ich, bin nicht zu hören. Also in der Tat, das ist mir neu. Das hat mir meine, habe ich von der Regie nicht wahrgenommen. Das ist jetzt eine etwas überraschende Einsicht. Nein, wir diskutieren hier schon seit einer Stunde in diesem Panel und das tut mir dann sehr leid, dass Sie das nicht mitbekommen haben, denn soweit ich weiß, bestehen zwischen Brünn, wo Sie ja wahrscheinlich im Moment gerade sind, und Berlin keine zeitlichen Unterschiede, oder habe ich auch da wieder was nicht mitbekommen? Deshalb nichtsdestotrotz, also es ist ja nun wirklich eine nicht so weit entfernte und sehr schöne Stadt, oder sehr vielen Teilen sehr schöne Stadt, ist eigentlich viel zu lange her, dass ich mal da war. Deshalb einfach jetzt an Sie das Wort und die Bitte, den einen oder anderen Aspekt beizutragen zu unserer Diskussion, der Ihnen wichtig ist. Ja, also wie gesagt, wie ich auch die eigentlich eben mit Verzögerung die vorhergehende Diskussion verfolgt habe, um vielleicht auf den Stand der deutschsprachigen oder der deutsch-böhmischen und deutsch-mährischen Minderheit in Tschechien einzugehen. Da ist es so, dass sie durchaus, obwohl das deutschsprachige oder deutsche Erbe Böhmens und Mährens da durchaus präsent ist und immer präsenter, muss man sagen. Also die Leute, vor allem, es ist auch eine Generationenfrage, die Jüngeren beziehen sich sehr gerne auf, weiß ich jetzt nicht, alte oder zum Beispiel gerade in Brünn, da gibt es viele Kaffeehäuser, die tragen deutsche oder aus dem Deutschen irgendwie übernommene Namen, die sich eben auf alte Ortsbezeichnungen in deutschsprachige beziehen und. In diesem Sinne ist das deutsche, sage ich mal, Kulturerbe Böhmen und Mährens wird immer präsenter. Und allerdings die Minderheit an sich, die ist eigentlich eine sehr, sehr kleine. Es sind ja ungefähr 2,6 Millionen Menschen damals vertrieben worden aus Böhmen und Mähren. Und es durften höchstens 250.000 bleiben, aus verschiedenen Gründen, weil sie aus Mischeen waren oder irgendwie unentbehrlich Arbeitskräfte waren oder manche auch offiziell als Antifaschisten galten. Aber es ist so, dass nach Zahlen, die schon etwas älter sind, es ungefähr 40, heute vielleicht leider nur mehr um die 30.000 Menschen in Tschechien leben, die sich wirklich, also die jetzt sich als Deutsch mehren und Deutsch Böhmen verstehen. Und von daher auch die, es gibt natürlich viele Vereine, ungefähr über 22, wenn ich mich nicht täusche, von denen etwa 20 oder weniger als 20 aktiv sind, die jetzt, das jetzt wirklich Vereine von Deutschböhmen, Deutschmähren sind, von der Minderheit. Aber auch da, also die Mitglieder, ich kenne ja sehr viele, in Brünn vor allem, aber nicht nur. Und das sind oft Menschen, die vielleicht auch Nachgeborene sind erst, nach 45, denen ihre Eltern die deutsche Sprache nicht oder an sie nicht weitergegeben haben. Es war ja unter anderem ihnen verboten, also nach 45, 46, verboten, öffentlich Deutsch zu sprechen in den Schulen oder sonst wo. Und auch aus Angst und weil aus diesen ganzen Gründen haben sie oft ihre Eltern, haben die Eltern ihren Kindern die deutsche Sprache nicht beigebracht. Also die Menschen, die ich kenne, aus diesen Verbänden, also viele von ihnen sprechen gar nicht mehr Deutsch. Und wenn dann man merkt, dass sie sich die Sprache erst dann im Laufe ihres Erwachsenenlebens angeeignet haben. Ne? Also in diesem Sinne
Ich möchte jetzt die deutsche Minderheit in Böhmen und Mähren oder in Tschechien jetzt nicht irgendwie marginalisieren, ja, aber sie ist doch eine sehr, sehr kleine. Dann doch noch mal kurz die Nachfrage, weil wir das vorhin ganz spannend hatten im Vortrag von Herrn Geider. Die Frage, was macht denn aus Ihrer Perspektive, aus der deutsch-böhmisch-deutsch-mährischen Perspektive den wesentlichen Anteil des Deutschseins dieser Minderheit aus? Ist es die Sprache, ist es der Bezug auf kulturelle Tradition in der eigenen Familie? Inwieweit hat sich das durch natürlich, ich weiß jetzt kein besseres Wort, als Vermischung mit nicht-deutschen, böhmischen, deutsch-mährischen Familien, die ja völlig natürlich ist auch gerade in der langen Zeit der Unterdrückung der Minderheit bis 1989 verändert. Also was ist das Kriterium, was es sozusagen im Wesentlichen ausmacht? Sprache, Kultur, schlichtes Interesse an der Vergangenheit der eigenen Familie oder sind das alles Aspekte und habe ich vielleicht noch einen vergessen? Ja, ich glaube, das ist durchaus ein Kompendium an Gründen. Aber wie eigentlich schon implizit gesagt, ich glaube, die Sprache spielt da vielleicht weniger eine Rolle als vor allem die eigene Familiengeschichte, möglicherweise auch die Geschichte des Ortes, der Stadt, des Dorfes, wo man lebt. Also so, das ist jetzt, da habe ich natürlich jetzt keine Zahlen, kann das nicht irgendwie empirisch belegen, aber was ich so aus meiner Umgebung oder was ich so weiß von den Menschen, denen ich begegne, ist das meistens dieser familiäre Hintergrund. Und es ist auch so, dass also gerade speziell in einem Verein in Brünn, mit dem ich durchaus also viel zu tun gehabt habe in der Vergangenheit und heute, ich versuche das jetzt so zu quantifizieren, aber vielleicht nicht die Hälfte, aber sagen wir mal das Drittel. Der Mitglieder sind übrigens gar nicht Deutsch-Mähren, sondern Menschen, die jetzt keinen familiären Bezug zum oder keine familiäre Geschichte da in dieser Hinsicht haben, sondern die wiederum aber über die Sprache ihren Weg zur Minderheit gefunden haben, ja. Und eigentlich Tschechen, also vom nationalen Standpunkt her Tschechen sind, ja. Das heißt, und ich glaube, das ist, das vermischt sich auch zusehends. Also als ich vor, ich sag mal, 15 Jahren begonnen habe, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und auch eben viele Leute aus der Minderheit kennengelernt habe, vor allem halt in Brünn, damals waren das vor allem eben, also tatsächlich Menschen aus der Minderheit. Und wie gesagt, jetzt kommen immer mehr Tschechen dazu, die eben die Sprache oft, also ganz konkret das Germanistikinstitut an der Masaryk-Uni, dazu gebracht hat. Und die sich eben einerseits, zum Beispiel manche von ihnen, zum Beispiel eben für die Pflege des schon natürlich verlorenen deutschen Dialekts von Brünn, des Brinnerisch, interessieren, was ja auch eine kulturelle Ebene hat. Das heißt, das ist auch allgemein, das gilt allgemein für alle diese Initiativen, die sich mit der Vertreibung oder eben mit dem kulturellen und sprachlichen Erbe oder deutschsprachigen Erbe Tschechiens auseinandersetzen. Das sind ja eigentlich Tschechen. Es sind Tschechen, die sich dafür interessieren, die sich da irgendwie, die da etwas bewahren wollen, was ja weitgehend schon verloren ist, aber man es sind Reste noch da, auf denen man aufbauen kann. Ne? Und die Menschen in diesen, also die Mitglieder der Minderheit in diesen Vereinen oder allgemein die heute in Tschechien leben, das ist ja leider so, dass sie aussterben, weil sie ja oft, also die sogenannte Erlebnisgeneration, die sind ja leider allermeistens schon von uns gegangen. Die noch leben, die haben das an ihre Kinder, wie gesagt, nicht wirklich weitergegeben. Und jetzt die, sagen wir mal, mittlere Generation, die schon gar nicht. Und die Leute, die sich jetzt für diese gemeinsame oder diesen Aspekt
der Geschichte von Böhmen und Mähren interessieren. Das sind dann Tschechen, das sind dann wirklich Tschechen. Sie haben vielleicht eine deutschsprachige familiäre Geschichte oder auch nicht, aber es sind Tschechen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt schon tatsächlich am Ende des dritten Panels. Es ist nach meiner Uhr hier in der Deutschen Gesellschaft am Leipziger Platz in Berlin kurz vor 3:30. Wir haben eben gehört, dass offenbar der YouTube-Channel um eine längere Zeit, offenbar bis zu fast einer Stunde, hinterherhinkt. Ich kann das hier im Augenblick in keiner Weise kontrollieren. Ich weiß es selber nicht. Wir wollen trotzdem, obwohl natürlich diese Diskussion jetzt noch sehr, sehr spannend wäre, sie fortzusetzen, an dieser Stelle abbrechen, denn wir haben gleich noch ein viertes Panel. Gleich heißt um 16 Uhr unserer Zeit hier in Berlin-Mitte. Wir werden dann wieder auf Sendung gehen. Diejenigen von Ihnen, die sich sozusagen darauf warten, und ich hoffe, dass das viele sein werden, in das vierte und letzte Panel zu kommen, das nämlich die Perspektive wieder weitet, noch einmal weitet und nach politischen Möglichkeiten in Gegenwart und Zukunft fragt, unter dem Titel wieder staatliche Zwangsmigration als Mittel von sogenannten Friedenslösungen, heute ein globaler Blick, dass auch da zu diesem Panel wieder viele von Ihnen anwesend sein werden und zuschauen werden. Wir machen jetzt tatsächlich eine Pause, auch weil wir noch etwas hier kontrollieren müssen und einiges vorbereiten möchten. Ich danke auf jeden Fall den Teilnehmern dieses Panels, Herrn Geider, Herrn Obern, Herrn Volkmar, Herrn Koschek und zuletzt hinzugekommen Herrn Ostrilic aus Brünn für Ihre Mitwirkung, für Ihre sehr präzisen, weiterführenden Aussagen, für die vielen Anregungen, die Sie uns gegeben haben. Bedanke mich und hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, unsere Zuhörer und Zuschauer hier auf dem YouTube-Channel uns gewogen bleiben und in einer halben Stunde oder wann auch immer das Signal bei Ihnen in YouTube ankommen mag, weiterhin dabei sein werden. Und ich schließe jetzt das dritte Panel. Vielen Dank.